100% Rock. Nonstop. Rockantenne. Das Rockantenne VIP-Ticket. Das ein Jahr Gratis-Ticket für alle Rockantenne-Konzerte. Ja, der Metal Moser, der 60er-Fan, wird unruhig. Ja. Frau im Studio. Natürlich ist er sofort gekommen. Bist du sicher, dass du ins Mikrofon sprichst, Eisprinzessin? Ich kann dich gar nicht hören. Ja, ich kann dich gar nicht hören. Ne, das ist irgendwie, ich glaube, kein Stöpsel dran. Ne, das geht irgendwie nicht. Aber die Michaela können wir hören. Wir begrüßen die Michaela aus Augsburg. Schön, können ein bisschen zusammenrücken. Michaela, vielleicht bringst du die Eisprinzessin mal auf andere Gedanken. Ich kann auch darüber kommen, dann kann ich sie besser sehen. Nein. Du kommst zu mir, Hey, Eisprinzessin im Nahkampf, das sehen wir gerne hier. Ja, das sehen wir gerne. Vielleicht entwickelt sich da doch mal was in die richtige Richtung, Eisprinzessin. Naja, gut. Aber wir wollen ja nicht über dich sprechen, sondern über Michaela. Michaela. Ja. Stell dich mal kurz nochmal vor. Du bist die Michaela aus Augsburg. Wie jung bist du? Du kannst doch noch keine... Bist doch Anfang 20 höchstens, oder? 29. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Gleich mal richtig gelegen, jawohl. Ja, gleich mal Pluspunkte. Und seit letztem Freitag ist es raus, du hast den Lösungssatz. Du kannst gewinnen, richtig eingeschickt. Und es hieß dann natürlich in deinem Fall, ich habe gewonnen. Ja. Wie war der Freitag für dich? Wie war das? Wie lief das alles ab? Warst du schon siegessicher? Hast du gedacht, ja, das läuft gut. Telefon schellt, der Geröllheimer ist dran. Jetzt habe ich das Ding. Oder haben wir dich vielleicht noch ein bisschen in den Schlinger gebracht? Aber ich glaube nicht mehr, oder? Ich war schon die ganze Nacht wachgelegen und habe schon meine Dankesrede geübt. Ich war dann doch schon überrascht und dann hat mein Telefon klingelt und dann... musste ich echt mal E-Mail aufmachen, weil sonst hätte ich den Text vergessen. Ich meinen Gewinnersatz vergessen, muss ich mir vorstellen. Ja, du und dann war gewinnen. Ich fix und fertig und dann hat mich sofort mein Chef angerufen und dann habe ich gleich den nächsten angerufen und dann ging schon die Bürotür auf. Und dein dann, Chef hat dich angerufen? Ja, sofort. Sehr gut. Ist er ein treuer Rockantenne-Hörer auch, dein ja. Chef? Sehr gut, sehr gut. Wie heißt er denn? Mein Chef ist der Herr Mack. Herr Mack, schöne Grüße, Herr Mack. Ja. Sehr sympathische Kollegin, die Sie hier haben, Herr Mack. Ja, die geben wir wahrscheinlich nicht mehr her. Ja, wir behalten sie gleich hier. Ja. Das wäre eine gute Aktion. Michaela, du hast am Freitag schon gesagt, du hast es absolut verdient, dieses VIP-Ticket. Was hat dich da in dieser Annahme bestärkt? Wie kommst du denn da drauf, ja, dass du da eine würdige Gewinnerin bist? Ja, erstens einmal höre ich laufend Rockantenne. Dann habe ich zu Weihnachten meinem Süßen so ein DAB-Radio gekauft, damit er überall, wo er mit seinem LKW ist, auch Rockantenne hören kann. Der zweite DAB-Empfänger bayernweit wahrscheinlich. Ja, ja, sehr gut. Das erste hatte ich, das wurde mir geklaut. Das ist aber echt toll. Das ist ja super. Wie heißt dein Schatz nochmal? Mein Schatz ist der Tom. Das ist ein Name. Der Moser, Tom. Sie können natürlich jetzt gerade nicht sehen, Thomas Moser steht hier hinter uns im Studio und filmt. Ja, falls die Aufnahmen heute verwackelt sind im Netz, wundern Sie sich nicht, ist der Metal Moser. Er ist unruhig. Ja, sehr unruhig. Ja, Tom heißt er. Ja, das ist ein schöner Name, Tom. Ja. Ja, Michaela, wie gefällt dir unser Tom? Wer denn eigentlich auch noch? Also, ja, also, du bist ja natürlich. Jetzt da oben steht und sich irgendwie verbiegt, schwierig. Na gut, so. Gut, so, also das VIP-Ticket. Du bist aber eigentlich schon sowieso eine Konzertgängerin, oder? Also ja. da sparst du dieses Jahr einen Haufen Geld. Ja, das kommt alles aufs Sparbuch und das wird dann in nächstes Jahr und dann vielleicht noch ein bisschen länger mein 5er BMW. Gewinnbringend angelegt, ja. Gebrauchter, oder? Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und mit darf natürlich immer dann der Tom. Schatzi Putzi. Wenn er brav ist, darf er mit. Und wenn er nicht brav ist, dann nehmen wir den anderen Tom mit, wobei der ja auch die ganze Zeit. Der Alternativ-Tom. Das wäre dann unser Alternativ-Tom, jawohl. Er ist 60er-Fan, aber trotzdem eigentlich ein sympathischer Mensch. Ja, da kann man also wirklich nicht motzen. Vielleicht nochmal zum Beruflichen. Deinen Chef, den Herrn Mack, haben wir schon angesprochen. Ja. Ja, der dankenswerterweise dich auch heute Morgen hier freigestellt hat. Ja. Das muss man. Das sind Chefs, ja. Jawohl. Nicht nur Rockantenne-Hörer, sondern auch einfach spontan und nett. Und was machst du beruflich? Ich arbeite bei Elektronikpartner. Elektronikpartner? In der Reklamationsabteilung. Oh! Das ist ja sowas ähnliches wie bei uns das Hörertelefon, an das wir nie gehen, weil wir keine Beschwerden ertragen können, ja. Aber da menschelt's, oder? In dem Job, da menschelt's ja, dann sehr, richtig, oder? Ja, aber ist eigentlich auch ganz schön, wenn das immer alle mit ihren Problemen zu einem kommen, man immer so dran sitzt und sagt, oh, ich habe gar keine Probleme, ich bin der VIP-Gewinner 2010. Ja, erzähl mir mal von eurem Problem. Ja, wie kann ich helfen? Was ist das meistgenannte Problem? Kann man das vielleicht sogar festmachen bei so einem Elektronikladen? Das meistgenannte Problem ist, dass... Der Computer geht nicht. Bedienungsanleitung oder so. Nein, das sind bei uns sind es eher so die Sachen, so die Spedition hat es zu spät geliefert oder sowas. Ja. Okay.
Okay, okay. Apropos liefern, ja, ist eigentlich das VIP-Ticket schon ausgeliefert worden? Also? Nein. Ja, sollen wir uns mal erheben? Jetzt ist es so, da müssen wir die Hosen jetzt runterlassen, aber nur im übertragenen Sinn, bitte nicht. Nein, ja, dieses VIP-Ticket ist ja nur, es ist ja nur symbolisch sozusagen, ja. Und es verschafft dir Eintritt zu allen Rockantenne-Konzerten. Und wir bemühen uns natürlich für dich immer die besten Tickets rauszukriegen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, am Samstag, ja, am Samstag, 30. Januar, ja, 30. Januar, Michaela, spielen Nickelback in der Olympiahalle zu München, ja. Und da geben wir dir jetzt hier gleich mal Tickets in die Hand, ja. Für Nickelback. Erste, für Nickelback, ja. Und das sind nicht irgendwelche Karten, sondern was sind es für Karten? Es sind natürlich Ehrenkarten. Super Plätze sind es, ja. Und wir haben uns gedacht, weil wir mit den Jungs von Nickelback auch gut können, ein Meet and Greet gleich oben drauf. Hey, ja, hallo, triffst genau. Chad und die Jungs und dann geht das schon mal richtig gut los, oder? Ja? Das ist ja... Dann lassen wir uns nicht lumpen. Ja, also ja? Nickelback ist ja Killer. Killer, jawohl. Und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Spaß und wie soll man sagen... Ja, wir freuen uns auch, dass wir natürlich dich immer jetzt mal wieder treffen auf den Konzerten. Ja, da wird einiges gehen. Ich denke, der Moser wird sicherlich mal irgendwie in die Offensive gehen. Oder Bernd Walter im schlimmeren Fall. Oder vielleicht sogar die Eisprinzessin. Jetzt, also im Moment strahlt Michaela noch. Jetzt bringst du doch nicht gleich zum Bein. Michaela, nochmal Gratulation. Danke für den Besuch. Vielleicht quatschen wir nachher nochmal ein bisschen. Ich denke, hier können Sie doch wenigstens mal klatschen. Ja, tun wir doch, tun ja, wir ja, doch. Ja. Jawohl. Rockantenne. 100% Rock. Nonstop.